The DJ, yes, Ash, applause! Ja, ich sehe das. Und wieder eine hübsche Dame. Ja, Dame? Wie machst du das? Wie mache ich das? Mit Geld. Mit Geld, ne? So ist das, ne? So dicken Ferrari und dann noch die große Tür auf. Ne, kleines. Ferrari. Wie habt ihr euch kennengelernt? Schau dir dieses Lächeln an. Ja, das stimmt. Das ist ganz bezaubernd. Erzähl, wir haben uns kennengelernt. Na, er stand gerade da. Und hast du gesagt, den armen Kleinen, Stadt im Regen. Tina Carstens bei McDonald's. Die Frauen finden man alle bei McDonald's. Echt? Jetzt willst du auch Burger King sagen und Pizza Hut vielleicht, weil es keine Schleichwerbung ist, ne? Genau. Also ihr habt euch dann bei Mickey D's getroffen. Jawohl. Und du hast gesagt, das ist ein wahrer... Nee, singend einen Hamburger verkauft. Nein, du hast bei McDonald's gearbeitet. Nein, Quatsch. Sie hat schon ich kann mich nicht erinnern. Auf dem letzten Album. Auf dem letzten Album habt ihr schon... The Trip, da haben wir uns schon zusammen getan. Und du hast gesagt, jetzt die nächste Single... Inka, noch einmal. Noch einmal. Genau, encore une fois. Kochen vor. Stimmt. Der kann Französisch. Ja. Oder doch nicht? Ja. Doch? Nein. Nicht so richtig? Ja, ich kann Portemonnaie. Portemonnaie. Trottoir. Das war's? Champs-Élysées. Roll mich in den Teppich und sag, worum zu mir? Ja. Das habt ihr verstanden? Finde ich Französisch. Du hast es verstanden, ne? Nee, ich hab's verstanden. Mrs. Volevo avec nous. Ja, das kennen wir doch alle. Wenn ihr Fragen habt, an Inka ist der Name, ne? Ja, genau. Inka. Oder an Sasch. A. Oder Sasch, egal. Dann ruft an 01815-1751, ja. Oder faxt uns 01815-1752 oder E-Mail unseren interaktiv@viva-tv.de. Sollen wir mal ein Video von euch gucken? Von dem muss ich jetzt einfach sagen. Wenn du magst. Ja? Ja, muss nicht, aber wäre schön. Ja? Ich weiß. Jetzt sag mir doch mal, warum bist du eigentlich in England so viel erfolgreicher als in Deutschland? Woran liegt das? Ich weiß es nicht. Was machst du? Frag mich nicht. Wie machst du das? Ich weiß es nicht. Und warum hast du die Nummer 1 noch nicht geschafft? Ich habe mir das mal angeguckt. Ich weiß. Wir haben einen goldenen Rekord. Es hat niemand so oft geschafft, Nummer 2 zu werden. Und vielleicht diesmal mit der neuen Single. Wir hoffen es immer. Aber ich weiß es nicht. Die Engländer haben vielleicht ein bisschen besseren Musikgeschmack wie die Deutschen. Das ist natürlich jetzt. Oh. Ne? Können wir das so durchgehen lassen? Nein. Buh! Buh! Ah, du machst doch tolle Musik, aber es ist. Ja, aber ich sag mal, lalali, lalala, würde in England nie funktionieren. So wie es bei uns funktioniert. Ja, aber ganz eindeutig. Aber Eiffel 65 war auch Platz 1 in England. Ja, das war die große Ausnahme. Ja. Nee, meinst du, das ist einfach. Also wirklich, nein, wenn ich denke mal, wenn man die Charts vergleicht, Deutschland mit England. In Deutschland ist im Moment so viel. Müll drin. Und es ist in England einfach nicht vorhanden. Und welche Gruppe mit der die haben noch ein bisschen mehr Geschmack, denke ich mal. Mit welcher Gruppe würdest du aus den Charts jetzt gar nicht zusammenarbeiten? Wo du sagen würdest, oder welches ist, ganz persönliche Meinung, gefällt dir nun gar nicht? Nun gar nicht. Ja. Ich meine, sag mal, alle fangen immer an mit super Sachen. Und was danach kommt, ist einfach nur das Gleiche. Ich meine, das beste Beispiel ist Britney Spears, die macht seit 5 Songs das Gleiche. Hit Me Baby Again and Again. Ja. Ups, I did it again. And again and again. So. Oh, das war irgendwie ganz witzig. Da hat der oh, bist du ein Britney Spears-Fan? Alle wahrscheinlich. Alle? Findest du ganz gut? Ne? Da gucken wir uns trotzdem mal ein Video an. Von dem Mann, der gute Musik macht, die sich in Deutschland schlechter verkauft als in England, weil sie zu gut einfach ist. Vielleicht, wer weiß. Also, lasst ihr das auf euch sitzen. Also, kauft die Single, damit wir es den Engländern mal zeigen. Und tief in der Strecke auf Nummer 1, ja? Das, was du in England nicht geschafft hast, schaffst du dann bitte, hier. Bitte. Okay, alles klar. Sasch, with my own eyes. Bis gleich. Schön. Schön. Was immer tolle Videos. Ja? Deine Idee immer so, oder? Nicht immer, nicht immer. Wir haben jetzt mittlerweile einen super Regisseur von Solarfilms aus Finnland. Der hat jetzt mit Colors World damals angefangen, in Adelante, Just Around the Hill und jetzt With My Own Eyes. Und mit dem sind wir so zufrieden. Der hat gute Ideen. Mhm. Setzt unsere Ideen noch mit ein bisschen ein. Perfekt, ne? Perfekt. Ja, was hast du vorher so Musik gemacht, bevor du mit Sascha zusammengekommen bist? Eigentlich alles von Kalypso bis Hard Rock. Hard Rock? Ich mache schon lange Musik und... Mhm. Ich komme eigentlich mehr so aus der klassischen Pop-Ecke. Und deswegen macht es auch noch mal viel Spaß in so einem großen Team. Von Sasch Stich. Habt ihr so den gleichen Musikgeschmack? Wir haben uns da eigentlich noch nicht drüber unterhalten. Noch nicht unterhalten. Ja, das können wir mal hier machen, live. Wir machen. Nö, wir gehen ins Flugzeug und dann gehen wir... McDonald's essen. Genau, McDonald's essen. Dann gehen wir in ein Hotel und dann gehen wir Sound. Oh, nee, das bitte, bitte nicht. Das, den Teil... Ja, schlafen. Ja, Zimmer. Ja, klar. Ah, so, dann gehen wir auf die Bühne und dann gehen wir tanzen.
Genau, Afterpartys. Ja. Und der Rest ist das. Der Rest ist Geheimnis. Großes Geheimnis. Sagen wir mal so, sie lassen dann der Natur ihren Lauf. Nein, um Gottes Willen. Die letzten drei gekauften CDs? Oder zugeschickten, bei DJs immer so, kriegt man alles. Die letzten drei zugeschickten CDs habe ich entgegengenommen und nie reingehört, weil die sind immer so schön eingeschweißt. Was hast du jetzt zurzeit in deinem CD-Wechsler drin? Ich habe keinen CD-Wechsler. Im Auto, ne? Nein. Ich habe nur einen Kassettenrekorder. Ja? Zu Hause in der CD, in der Mini-Watt-Anlage. Du wirst lachen, aber Relaxing with Wales. Relaxing with Wales? Ja. Aha. Wenn man immer Zeit hat, ne? So, dann zu entspannen, dann ist das so genial. Tierklängen. Genau. Inga, wie sieht's bei dir aus? War eine letzte Single, die ich gekauft habe, war Raymond. Supergirl. Da bin ich total aufgeflogen. Das passt ja auch, ne? Raymond Supergirl, ja, du klar. Supergirl. Ja, das finde ich schon gut. Das find ich schon gut. Du kommst gerade aus dem Flieger. Jawohl. Und du warst in einem Land, das konnte ich gar nicht glauben erst. Erzähl mal selbst. Kasachstan. In Kasachstan. Jeder, ne? Ja, klar. So über Indien, Himalaya. Mhm. Und was hast du da gemacht? Abgerockt. Du hast das Haus, nee, das Haus eigentlich nicht. Das Haus nicht, Fußballstadion war das. Und das war ganz witzig eigentlich, ich bin als DJ gebucht worden und bin dann dahin. Wusste eigentlich gar nicht, dass es ein Fußballstadion war. Ich habe gedacht, es wäre eine Diskothek gewesen. Aber ich war vor 2 Jahren schon mal da als Live-Act in der Diskothek, war super. Aber diesmal war es ein Fußballstadion, 20.000 Leute. Ich habe ein bisschen gedjayt und war halt ein bisschen komisch, weil die Leute waren nur auf den Rängen. Die durften also nicht aufs Spielfeld, weil der Rasen sonst kaputt gegangen wäre. Und die hatten keine Zäune, da standen also zigtausend Soldaten, dass die Leute halt nicht aufs Spielfeld kamen. War ganz strange, aber hat Spaß gemacht. Wahnsinn. Unglaublich. Wir haben einen Anrufer, hallo. Hallo, hier ist Christian aus Düsseldorf. Hi Christian. Hallo. Hast du eine Frage? Ja, ich wollte fragen, macht es dir Spaß, Autogramme zu geben oder ist es eher für dich stressig und stehst du gerne auf der Bühne? Autogramme geben ist, ja, ist überhaupt keine Arbeit. Ich meine, so viele Autogramme muss ich nicht schreiben, glücklicherweise. Nee, das ist überhaupt nicht schlimm. Also immer, wenn jemand zu mir kommt, der mich auf der Straße anspricht, der kriegt immer ein Autogramm. Wenn ich gerade ein Stück dabei habe, ansonsten muss der halt einen besorgen. Und auf der Bühne stehen, denke ich mal, das ist das Beste, was es überhaupt gibt, weil dann sieht man, dass das, was man macht, den Leuten auch gefällt, oder? Ja, das ist eine Riesenparty auch für uns. Macht ja? Spaß, ja, klar. Genau. Wenn es für uns keine Party wäre, dann würden wir auch für andere Leute keine Party machen, weil uns muss auch Spaß machen. Christian. Das ist eigentlich kein großer Unterschied so zwischen Bühne und Publikum genau. In der Disco. Das ist gut, das ist eine gute Einstellung, sehr positiv. Christian, Frage beantwortet? Ja. Du brauchst natürlich auch die aktuelle Sasch-Singe. Ich weiß nicht, wer sie jetzt pickt. Hier, with my own eyes, für dich genau. Nach Düsseldorf geschickt, ja? Heute zu kaufen. Mola? Ja? Kannst du vielleicht auch noch eine Autogrammkarte von dir dazu schicken? Das schaffe ich, das mache ich gerne. Okay. Schönen Tag noch, Christian. Kann ich noch jemanden grüßen? Ja. Okay, dann grüße ich Sophie, Bianca, Michaela, Bekap, Okap, Sarah, Julia, Vanessa, Cosima, Jennifer, Christine, Katharina, Emanuela, Christian und all die ich sonst noch kenne. Hammer, Christian, waren ja nur Frauen, du schwere Nöter. Was sagst du? Da sagt er gar nichts mehr dazu, nee, ne? Sprachlos. Hast du eine Freundin? Nein. Ah, der mal die, ne? Du alter Casanova. Wie alt bist du denn? 13. 13 Jahre, ja. Dann da fängt man an. Der Stress fängt nur früh genug an, ne? Dann warte nur 1-2 Jahre, ja? Gut, tu mir den Gefallen. Viel Spaß mit der Single und schönen Tag noch, ne? Tschüss. Tschüss. Wahnsinn, ne? 13. Manuela Katharina. Da hab ich noch mit Playboy gespielt. Mit Playboy. Mit Playboy gespielt. Ein freudiger Versprecher, ne? Huch! So einer bist du also! Ganz schlimm! Und das bei mir in der Sendung. Ich möchte nicht mehr weitermachen. Ich muss ein Video spielen. Ich muss ihn maßregeln. Sasch mit Adalante. Bis gleich. Mit Playboy gespielt. Playboy gespielt, ja. Adalante. Adalante. Weißt du, was das heißt? Kann ich aber Spanisch von. Okay. Wenn ihr Französisch schon nicht könnt. Hm? Adelante? Könnt ihr mir faxen, wenn jemand weiß, was Adelante heißt. Ja. Ja? Nicht al dente, ne? Nicht al dente. Al dente ist was anderes, ja? Das ist nicht Spaghetti. Adelante. Perfetto. Wie viele Singles hast du bis jetzt gemacht mit Sasch? 11. 11? Und 3 Alben. 3 Alben? Ja. 11 Videos? 10 Videos, weil für die erste Single gab es kein Video für It's My Life. Ah, da gab's ein Video für? Nein, da gab's keins. Das war damals so die Geschichte, ne? Erstmal gucken, so fing's an, genau. So fing's an. Dann so. Nee, da wollten wir so viel Geld noch nicht ausgeben. Wir wussten ja nicht, ob wir es wieder zurückkriegen. Mann. Stehst du lieber auf der Bühne oder legst du lieber auf? Oder produzierst du am liebsten?
ist alles drei so unterschiedlich. Also produzieren macht einen Heidenspaß, weil dann man irgendwie seine Ideen, wir machen ja eigentlich zu dritt, Thomas, Ralf und ich. Und wenn man seine Ideen verwirklichen kann und dann irgendwann was entsteht, was man vorher nur hier drin hatte, ist genial. DJing macht am meisten Spaß, weil das geht so mit links, Party, ein bisschen Limo trinken. Schon seit 16 Jahren, ne? 16 Jahre, das mache ich schon seit 16, seit ich 16 bin. Seit 16 bist. Also 14 Jahren. Und live ist natürlich auch super klasse. Dann hat man eine richtige Show mit den Tänzern, mit den Sängern und macht auch Spaß. Gibt es einen Unterschied zwischen den verschiedenen Publikums, Mehrzahl von Publikums? Publikums? Von verschiedenen Leuten, die auf zu deiner Show kommen. England, Kasachstan oder Deutschland? Es gibt schon Unterschiede. Also ich muss sagen, gerade auf der Insel, also England, Irland, Schottland, die feiern schon kräftig. Mhm. Also in Deutschland, da sind die immer wieder so ein bisschen zurückhaltend. Bisschen dröge, ne? Die ein bisschen dröge. Die langweiligsten Leute gibt es in Belgien. Echt? Sind ganz schlimm, die Belgier? Die sind ganz schlimm, ja. Also, die sind eh komisch, die Belgier, ne? Die honorieren es unwahrscheinlich. Also danach schreien die Zugabe und ist einfach genial. Aber während der Show, also da klatscht kaum einer. Und Die mögen auch mehr so Shows mit kleinen Kindern. Ja? Naja, lass einfach mal so im Raum stehen, genau. Ne? Nicht weiter ausführen. Nein. Und was ist so dein Lieblingsland, wo du auftrittst? Weiß ich eigentlich gar nicht bisher. Das Schönste auf der Tour war, glaube ich, schon Spanien. Aber es hing auch mit der Sonne zusammen. Mit Sonne? Ja. Habt ihr mehr Urlaub gemacht als aufgetreten? Sowohl als auch. Also sowohl, ja, sagt Dani sowohl als auch. Was ist das denn? Wir müssen absprechen. Also ein Auftritt, drei Tage frei, oder wie war das? Nein, drei Tage. Das war schon Arbeit, aber Auftritte. Arbeit ist Spaß in dem kein Fall. Tag, ist ne? Ja. Kein Tag frei? Mein Team ist super. Wir haben echt Spaß, wenn wir im Hotel ankommen, gucken wir, was man so unternehmen könnte. Genau. Jacuzzi. Das Sauna. Muss es sein, ne? Ja. Massagen. Wohin geht das als nächstes? In nächster Zukunft? Ich fliege übermorgen nach München zum DSF. Da mache ich eine kleine Sache. Dann Schottland, Aberdeen, Freitag. Und dann wieder für Viva in Boot, glaube ich, am Samstag. In Berlin. Berlin. Ah, genau, da sind wir. Jugend im Boot, ja? Mit der Bundesjugendministerin. Jawohl. Kommt am 2. Oktober, könnt ihr also sehen. Seht ihr hier Sascha am Start. Sabrina? Ja? Hättest du eine E-Mail für mich, für uns, für Sasch? Ah ja, und zwar Niki aus Halle hat geschrieben, Hi Mola, ich habe zwei Fragen an Sasch. Und zwar, mit wie vielen Jahren hat er begonnen, Musik zu machen? Und hast du zurzeit eine Freundin? Okay, Frage Nummer 1. Musik zu machen, da hat meine Mama mich ja damals zugeschlagen. Ich habe dann angefangen, Keyboard zu lernen, oder Orgel. Ja. Heimorgel, so Dr. Böhm. Da war ich 7 oder 8. Und dann als DJ halt mit 16 und Musik zu produzieren, da war ich 22. Und 20. Zweite Frage, Freundin? Freundin? Ja, das war ja letztes Mal schon, ne? Mhm. Die kennt eigentlich jeder. Und wir heiraten auch im Februar. Mann, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Das ist sehr klasse, das finde ich schön. Riesenapplaus mal. Irgendwo wisst ihr schon, wo eine Spanierin? Ja klar, Ossa. Ossa. Wisst ihr schon, wo heiratet ihr in Spanien? Nein, es wird standesamtlich bei mir im kleinen Lobberich sein. Und dann. Gott, wie unspektakulär. Kürzlich im April dann auf Gran Canaria. Auf Gran Canaria, ja, da gibt er dann Gas. Lobberich, da musst du danach schon ein bisschen, ne? Da war die Frau wahrscheinlich ein bisschen, wo? Lobberich, aber dann kann man eigentlich woanders. Man muss immer in der Stadt heiraten, in der man wohnt, oder? Muss man nicht, nein. Ich bin noch am Kämpfen, weil ich möchte eigentlich am 10.2. standesamtlich heiraten. Hm? Aber das ist ein Samstag und dann machen die eigentlich nicht auf. Und jetzt würde ich ihn so ein bisschen drücken, ne? Mit ihr geht alles so. Auf. Ja, komm her. Nein, nein. Gerade öffentlichen Druck aus im Fernsehen. Öffentlichen Druck. Also, lieber Bürgermeister von Lobberich. Ja, am bitte. 10. Februar. Samstag Standesamt aufmachen. Wunderbar, wunderbar. Schaut es bei dir aus, männliche Tanzer? Ja, gibt es da einen an deiner Seite? Klasse. Also alle oder nur einen besonders? Mehrere, ja. Das ist jetzt auch noch zu früh um 20 vor 4, um das weiter auszuführen. Dann nehmen wir lieber noch einen Anrufer ran zum Schluss. Hallo? Bin ich drauf? Hallo? Ja, bist drauf. Okay, hallo. Ich möchte mal fragen, ob ihr vielleicht einen Lebenstraum habt, den ihr euch bisher noch nicht erfüllen konntet. Ja, fangen wir nochmal mit Ladies First. Ein Lebenstraum, den du bisher nicht erfüllen konntest? Ja, ich möchte ein Video in der Luft singen. Ein Video in der Luft singen? Wie in der Luft? Ich skydive. Und da willst du singen? Ich habe skydive. Ich möchte im Abendkleid irgendwo in Staaten super gestylt aus der Maschine fallen und etwas zerzaust unten ankommen und auf dem Weg ein Lied singen. Ja. Aber wie lange fällt man denn?
Naja, nachdem wie hoch du springst. Ja, wie hoch also, kann man denn? Das ist das Höchste. Vielleicht muss man ein paar Mal springen, weil du hast normalerweise so eine Minute Freefall vielleicht. Eine Minute. Dann müssen wir halt mehrere Anläufe machen oder ein ganz kurzes Lied singen. Wow, alles. Ja, das ist eine Idee, ne? Hm? Ich würde noch nicht mal für 1 Million will ich da runterspringen. Willst du springen, Skydive? Du willst. Ach Quatsch. Ich spring da nicht mal. Gabriel? Ich nehm dich mit. Ja, nee, vergiss es. Vergiss es. Alles gut, also ich springe. Ich würde springen. Du würdest springen? Ja, klar. Gut, Wahnsinn. Ich nicht, ich hab Beschiss. Lebenstraum? Mein Lebenstraum hat sich erfüllt. Ich hab deine Frau? Nein. Oh, die Heirat ist geplatzt. Oh nein, was für ein fataler Weg. Mein Lebenstraum schon immer war, wenn ich halt in meinem normalen Beruf noch gearbeitet habe als Energieanlage Elektroniker. Ich habe immer morgens am Schreibtisch gesessen und habe gesagt, das kann nicht dein Leben sein, jeden Tag von morgens 7 bis nachmittags um 4 Uhr arbeiten, für 4 Wochen Urlaub im Jahr. Ich muss was anderes machen, ich will die Welt sehen, ich will anders mein Geld verdienen. Das hat geklappt. Das hat geklappt. Wunderbar. Gut. In diesem Sinne, Frage beantwortet, Gabriel. Alles klar, ja, danke. Darf ich jemanden grüßen? Ja, ganz kurz. Ich möchte mal meine Freundin Kirsten Wegen aus Wenden grüßen. Das ist sehr gut. Ich möchte sagen, ich liebe dich. Oh, das ist doch süß. Riesenapplaus dafür. Danke. So, und dann gibt noch einen Riesenapplaus für Sascha Linke hinten dran schieben. Danke, dass du Zeit gefunden hast, zu uns zu kommen. Viel Spaß beim Skydiven und bitte lass dann immer schön den Fallschirm zusammenfallen, dass nie was passiert, ja? Ja, so, hier, alles. Das ist so eine Sache. So, ne? So. Das war das 10. 11. Mal? 10. Mal. 10. Mal. 10. Mal. Ich freue mich aufs 11. Ne? Kommt auf jeden Fall. Was kommt als nächstes für das Single? Also aus dem neuen Album Trillennium kommt nichts mehr. Es kommt ein Best-of-Album. Mhm. Quite soon, also sehr schnell. Und dann kommt mal lange Zeit nichts mehr. Wir machen uns wieder ein bisschen rar. Mhm. Neue Songs ausarbeiten. Und dann Mai, Juni nächstes Jahr kommt wieder ein neues Single. Da freue ich mich schon, ne? Riesen Applaus noch und Dankeschön. Bis gleich.